Manche Technologien haben das Potenzial, unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend zu verbessern. Der professionelle 3D-Druck, auch bekannt als additive Fertigung, ist für uns genau so eine Technologie, die bereits jetzt nicht mehr wegzudenken ist. Die Vorteile liegen in der geometrischen Freiheit, der bahnbrechenden Nutzung von neuen Materialien oder der immensen Produktionsflexibilität. Die additive Fertigung schafft beispielsweise völlig neue Möglichkeiten bei der Herstellung von Implantaten. Konstruktion und Herstellung von Gitterstrukturen in neuartigen Materialien erlauben ein optimiertes Anwachsverhalten von Implantaten im Körper des Patienten. Durch das Fertigen von aus der Natur nachempfundenen knochenähnlichen Strukturen wird das Anwachsverhalten von Knochengewebe an Implantaten verbessert. Auch in der Luft- und Raumfahrt wird diese Technologie eine wichtige Rolle einnehmen. Da die mögliche Gewichtsreduktion bei fliegenden Komponenten großes Potenzial mit dem Ziel der Ressourceneffizienz verspricht. Die Forschung als Grundstein bei der Erschließung ungeahnter Weiten. Im Rahmen des Forschungsprojektes PROFIT wurden diverse Entwicklungen in der digitalen und physischen Prozesskette durchgeführt. Ein wesentliches Ziel im Projekt war es, das in der Konstruktion eingesetzte 3D-CAD-Modell durchgängig entlang der gesamten Prozesskette der additiven Fertigung zu verwenden, um Informationsverluste zu vermeiden. Besonders zum Tragen kommt diese Durchgängigkeit bei den letzten Prozessschritten in der industriellen Produktion. Als markantes Beispiel ist dabei vor allem die spannende Nachbearbeitung der additiv gefertigten Bauteile zu nennen. Denn so können die Fräsprogramme effizient und zuverlässig auf Basis des mitgeführten digitalen Zwillings mit einem hohen Automatisierungsgrad erstellt werden. Durch die Entwicklung in PROFIT konnte die Durchlaufzeit um bedeutende 30% reduziert werden. Dieses Ergebnis bestätigt, dass eine stetige Industrialisierung und Digitalisierung in Zukunft auch im Sinne der Nachhaltigkeit weiterhin vorangetrieben werden muss. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Verbundprojekt PROFIT hat signifikant zu den guten Ergebnissen im Forschungsprojekt beigetragen. Diese Ergebnisse werden nun sukzessive weiterentwickelt und verwertet.